Leute, was läuft? Wir sehen hier ein neues Top-Talent in FIFA, gerade erst hinzugefügt. 66er Gesamtstärke ZOM, ein Argentinier. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen der argentinische Moukoko. Er hat 88 Potenzial, sogar dieselbe Rückennummer hier. Spielt bei Lazio Rom, ist 16 Jahre alt. Wir werden aber hier erstmal, bevor wir natürlich ihn zum Weltklasse-Spieler machen, zum besten Spieler der Welt, werden wir erstmal hier einen Schritt zurückgehen, denn hier würden wir natürlich nicht so viel Spielzeit bekommen. Eine Laie und ein Transfer hat leider hier nicht geklappt. Bevor er in diesem Sommertransferfenster hier zu Lazio Rom gewechselt ist, hat er in Spanien gespielt bei Mallorca, bei der B-Mannschaft. Die gibt es natürlich hier nicht, deswegen haben wir hier einen random Verein genommen, wo wir natürlich dann auch spielen. Und bevor wir jetzt eine ganz wichtige Sache hier für seine Karriere machen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das Moukoko-Video habt ihr ja extrem gefeiert. Schaffen wir auch heute wieder die 1000 Daumen nach oben. Wir machen ihn jetzt hier zum linken Flügel, geht nochmal eine Gesamtstärke hoch. Luca Romero werden wir heute zum besten Spieler machen. Wir legen direkt los. Facecam geht aus. Ab geht's ans Ende der ersten Saison. Ende der ersten Saison. Wir gucken direkt mal rein, auf welchem Tabellenplatz sind wir gelandet. Ja, da sind wir fast ganz unten gelandet. Aber das ist ja nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist unsere Entwicklung und wir sehen, wir sind auf einer 75er Gesamtstärke. Plus 9 liegt natürlich daran, dass wir hier auf die andere Seite gegangen sind, beziehungsweise uns dahin trainiert haben. Das Ganze werden wir ab jetzt hier nicht mehr machen. Aber wichtig für die erste Saison, damit wir hier gleich direkt zu einem Top-Club wechseln können. Ja gut, Top-Club ist vielleicht ein bisschen zu früh. Wir haben direkt auch schon Angebote. Aber ihr wisst schon Bescheid, ne? Nicht, dass wir zu lange auf der 60er Gesamtstärke rumgurken. Wir wollen natürlich viel, viel bessere Transferangebote hier bekommen. Und deswegen schauen wir direkt mal rein, was für Angebote wir hier bekommen. Und wir sehen direkt, unser Anfangspotenzial von 88 hat sich ein bisschen erhöht. Wir haben jetzt das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Perfekte Sache. Wir starten also perfekt rein in der ersten Saison. Jetzt aber natürlich zu einem neuen Club. Und da haben wir direkt das erste Transferangebot. Aber dann würde ich doch lieber irgendwie in die zweite Bundesliga oder sowas in die Richtung wechseln oder zu einem Erstliga-Club. Das wird also abgelehnt. Ja, oder einfach mal in die Premier League oder in die zweite englische Liga, in die Championship. Brighton sowieso im Karrieremodus eine sehr interessante Mannschaft, die meistens extrem gut ist in der Zukunft. Ich würde sagen, diesen Weg gehen wir hier mal mit, werden das Angebot annehmen und hier gleich, ja, in eine englische Liga wechseln. Und da sehen wir auch die Vorstellung, Rückennummer 9 bekommen wir da. Und ich glaube, ich habe mich so über die Gesamtstärke gefreut, dass ich gar nicht die Statistiken gezeigt habe. Das machen wir natürlich wieder in dieser Saison. Jetzt wird es natürlich hier auch so ein bisschen spannender. Hier sehen wir die Mannschaft und hier sehen wir die Liga. Aber ich bin nicht enttäuscht, sondern ja, freue mich fast schon drüber, denn ich meine, hier werden wir viel mehr Spiele machen, werden uns also weiterentwickeln und danach dann, ja, hoffentlich einen noch größeren Schritt gehen. Der beste Spieler werden wir hier am Saisonende wahrscheinlich nicht mehr werden, denn hier spielt ein 83er. Es wird natürlich jetzt ein bisschen langsamer hier mit der Entwicklung, aber damit wir viele Tore machen, machen wir hier mal inverser Flügelspieler. Kleiner Zwischenstopp hier im Januar. Wir sehen, wir haben auch Spiele gegen große Gegner, gegen Liverpool zum Beispiel. Da sind wir einfach mal im Halbfinale. Kleines Zwischenfazit jetzt hier mit den Statistiken. Wir sehen 7 Tore und 9 Vorlagen. Ist schon mal richtig ordentlich, auch plus 3 direkt in dieser Saison. Das sieht also auch extrem gut aus. Und die 80 dauert hier auch nicht mehr allzu lange. Machen wir mal jetzt einfach Flügelspielmacher, damit wir so schnell wie möglich die 5 Sterne, 5 Sterne haben. Okay, gegen Liverpool können wir leider kein Spiel gewinnen. Vielleicht haben wir ja zumindest ein Tor oder so gemacht. In einem Pokalwettbewerb, da sind wir noch drin. Da gucken wir direkt auch mal ins Spiel rein. Vielleicht machen wir hier mit unserer 80er Gesamtstärke direkt mal ein Tor oder sowas in die Richtung. Und wir sehen, wir machen ein Tor. Ihr müsst natürlich auf den Namen Luca hier achten. Genauso wie bei der Trikotnummer, beziehungsweise auf dem Trikot hinten drauf. Sehr gute Sache. Schießen hier Brighton weiter. Und wir sind sogar noch mal eine Runde weitergekommen, dann aber gegen Leeds United im Elfmeterschießen rausgeflogen. Aber gut, wir haben jetzt nicht wirklich mit einem Titel oder so gerechnet. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Aber mit dem Aufstieg, würde ich sagen, können wir rechnen. Ja, das sieht sehr gut aus. 102 Punkte haben wir hier geholt. Das ist natürlich auch für uns als Spieler ein richtig gutes Zeichen. Genau so eine Mannschaft haben wir hier gebraucht. Wir sehen 82er Rating. Also noch mal in der zweiten Saison plus 6. Richtig gute Entwicklung. Wir gucken auf die Tore und die Vorlagen und da sehen wir, dass wir, ja, uns auch da richtig heftig entwickelt haben. 16 Tore und 18 Vorlagen. Okay, 18 Vorlagen, das ist echt extrem krass. Man kauft sich ja manchmal Spieler für 100, 200 Millionen, die keine 18 Vorlagen machen. 82er Gesamtstärke. Jetzt müssen wir natürlich so langsam überlegen, was machen wir in der nächsten Saison? Wollen wir wieder wechseln oder wollen wir erstmal hier bleiben? Aber ich würde sagen, anstatt jetzt zu wechseln, machen wir so einen kleinen Kompromiss. Wir bleiben jetzt nochmal für die Hinrunde, damit wir da nochmal unsere Gesamtstärke so ein bisschen upgraden können. Und erst dann wechseln wir hoffentlich zu einem Top-Club, wo wir auch international vielleicht spielen. Wir sind jetzt hier schon im Dezember. Natürlich Ballon d'Or-Sieger wird Kylian Mbappé. Das werden wir hoffentlich später auch noch. Wir sehen, in der Liga sieht es natürlich jetzt nicht so extrem gut aus, aber wir haben trotzdem unser Ziel erreicht, denn wir sind nochmal ordentlich gestiegen. 85er Gesamtstärke. Ich würde sagen, wir sind bereit für einen richtigen Top-Club. Packen uns hier auf die Transferliste. Haben sogar schon Angebote bekommen. Atalanta, aber das Ganze ist schon so ein bisschen her. Gucken wir, was gleich reinkommt. Und wir sind noch nicht mal in der Transferphase, sehen aber direkt schon ein Transferangebot und das kommt von Neapel. Aber ich
weiß nicht, vielleicht noch ein Regal höher. Eigentlich müssen wir ja zurück zu Lazio Rom, denn das würde nochmal am besten passen, denn da spielt er ja momentan in echt. Schauen wir aber erstmal, was es noch für Angebote hier gibt. Ja, und hier sehen wir einfach mal ein Angebot vom FC Bayern München. 151 Millionen bieten die hier für uns. Und ich weiß nicht, ich muss da so ein bisschen länger drüber überlegen, denn ja, wir haben eine 85er Gesamtstärke. Könnte sein, dass da natürlich bessere Leute sind. Aber Bundesliga, vielleicht kommt das Angebot später nicht mehr. Ich werde das Ganze hier annehmen. Sehen aber, Bayern ist momentan nicht Tabellenführer, aber wir sind ja erst in der Hälfte der Saison. Wir können uns jetzt auch auf die Rückrunde freuen, denn da werden wir sehr wahrscheinlich in der Champions League jetzt hier mitspielen. Genau so ist es. Gucken wir uns hier direkt die Mannschaft an und da sehen wir erstmal einen Linksverteidiger auf der linken Mittelfeldposition. Ja, und das sieht gut aus, oder? Wir werden hier mal linker Flügel einstellen, dann sollten wir hier spielen. Ich glaube, den Linksverteidiger, den können sie eher hier auf der rechten Seite gebrauchen. Kein Plan, warum man sich da zwei neue Linksverteidiger noch holt. Koundé ist zum Beispiel hier auch noch gekommen. Stones sieht sehr, sehr interessant aus. Henderson, Partey ist auch noch mit am Start. Lewandowski leider natürlich runtergegangen. Bisschen Adeyemi hier im Kader. Rebic, also sehr, sehr viele interessante Transfers hier bei Bayern. Ja, und wir sind hier einfach mal der wertvollste Spieler bei Bayern. Vertrag müssen wir jetzt hier nochmal kurz verlängern, damit die Freigabesumme da raus ist. Wir wollen schon selber entscheiden, wo wir hinwechseln. Auch Entwicklungsplan werden wir natürlich selbst entscheiden. Machen wir inverser Flügelspieler. Die Schießenwerte, die müssen wir natürlich noch hochbekommen. Kurz noch den linken Verteidiger zum rechten Verteidiger machen. Nicht, dass der Assistenztrainer da so ein bisschen lost ist und er ihm da irgendwie im linken Mittelfeld eine Chance gibt. Wir wollen natürlich hier auf dieser Position gut besetzt sein. Und wir gehen hier direkt rein ins erste K.O.-Spiel. Viertelfinale im DFB-Pokal. Wir wollen natürlich die beiden nationalen Titel. Ganz klare Sache. Zum Debüt leider kein Tor. Aber Hauptsache, es geht erstmal hier weiter im DFB-Pokal. Und wir sehen hier, dass wir im Champions League Achtelfinale 2:0 verloren haben. Ist aber gar kein Problem, denn das Hinspiel haben wir 3:0 gewonnen. Nächster Gegner, ja, wird uns das, denke ich, nicht so einfach machen. Atletico Madrid, dann noch das Halbfinale hier gegen Leipzig im DFB-Pokal. Schauen wir mal hier vor dem Dortmund-Spiel, wie das Ganze aussieht. 2:2 im Hinspiel und eine Niederlage. Okay, Champions League sind wir schon mal raus, aber DFB-Pokal, da kommen wir weiter. Bringen wir also jetzt da in unser erstes deutsches Finale. Ja gut, hier gibt es ja auch nur ein Finale, außer zwei Teams spielen in der Champions League im Finale. Bevor wir gucken, ob wir die Ligameisterschaft geholt haben, sehen wir erstmal eine 88er Gesamtstärke. Und jetzt wollen wir damit natürlich hier den DFB-Pokal holen, den vielleicht ersten oder zweiten Titel bei Bayern. Wir werden es gleich erfahren. Hoffentlich den Titel hier schon mal. Und wir sehen, dass wir treffen im Finale, aber es reicht leider nicht. Ganz, ganz bitter. Wir verpassen hier den Titel mit Bayern. Aber die Bundesliga, die holen wir uns. Immerhin hier ein Titel in dieser Saison. Wir gucken mal, was wir natürlich auch selbst hier gemacht haben. Plus 3 nochmal hier in dieser Saison und 9 Tore und 4 Vorlagen. Ja, in der Rückrunde ist das eine gute Sache. Zum Start in die neue Saison holen wir den Supercup und ein 5:0 gegen Frankfurt. Und jetzt sind wir hier im Dezember. Wir gucken natürlich jetzt nicht, ob wir Ballon d'Or Sieger werden. Ich glaube, das kommt noch ein bisschen zu früh. Einfach ein kleines Zwischenfazit. Bundesliga sieht gut aus. Ballon d'Or ist natürlich eine klare Sache. Komm, wir können das überspringen. Wir sehen, wir haben die 90er Gesamtstärke geknackt. Wird mal Zeit, dass Mbappé da so ein bisschen von seinem Thron runterkommt. Vielleicht können wir dafür schon in der nächsten Saison sorgen. Aber dafür müssen wir natürlich richtig abliefern. Statistiken und natürlich trophäenmäßig. Wir sehen 7 Tore. Ist ordentlich, aber da ist auch noch viel Luft nach oben. 14 Tore pro Saison, wenn man das jetzt so ein bisschen hochrechnet. Oder 16. Sowas in die Richtung. Das reicht natürlich nicht für den Ballon d'Or. Als linker Flügel wird es auch ein bisschen schwierig. Wir sehen auch, Lewandowski geht immer ein bisschen weiter runter. Schauen wir mal, ob wir noch wettbewerbsfähig sind. Pokal sind wir noch drin und auch natürlich in der Champions League Achtelfinale da gegen Real Madrid. Ich würde sagen, wir schauen jetzt hoffentlich hier in ein Finale rein. Und ihr seht, wir sind in einem Finale, aber im falschen Finale. Champions League sind wir nämlich direkt im Achtelfinale gegen Real Madrid rausgeflogen. Das hier wird jetzt also unser letztes Spiel für den FC Bayern München. Wir gucken uns kurz nochmal die Gesamtstärke und die Statistik an. 91er Gesamtstärke. Wir sind jetzt einer der Besten der Welt. Gucken wir mal. Statistiken. 12 Tore, 13 Vorlagen. Natürlich eine stabile Sache, aber da geht noch mehr. Wir sehen zum Beispiel Zirkzee als Ersatzstürmer oder vielleicht hat er auch ZOM gespielt, hat ja auch 12 Tore gemacht. Und Gnabry hier mit 24 Toren. Schauen wir also direkt rein hier in das letzte Spiel. Oh, und Sabitzer ist jetzt hier weggegangen. Wahrscheinlich per Freigabesumme oder sowas in die Richtung. Aber ich würde sagen, ZOM-Position können wir, denke ich, immer noch. Wir werden jetzt für das letztes Spiel hier auf die ZOM-Position gehen. Auch Lewandowski müssen wir jetzt hier rausnehmen, beziehungsweise können wir auch drinnen lassen. Alphonso Davies ist auch gegangen, aber gut, jetzt gehen wir schnell in die Schnellsimulation. Mal schauen, wie das Ganze, unser letztes Spiel hier ausgeht und diesmal gewinnen wir das Finale gegen Wolfsburg. Werden diesmal aber leider nur ausgewechselt. Gnabry macht das Tor, aber ja, das ist natürlich die Rache hier, perfekt zum Ende. Und jetzt wartet natürlich ein neuer Verein auf uns. Und habe ich überhaupt die Bundesliga gezeigt? Ich glaube nicht, aber wir sind da Meister geworden. 2 Meisterschaften, 2x DFB-Pokalfinale, wo wir 1 gewonnen haben. Also das Kapitel Deutschland können wir hier gut abschließen.
Und ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen den Regent von Lewandowski. Ja, ihr seht es, das ist der Regent hier verpflichtet. Ich wollte eigentlich nur einen freien Spieler hier holen, damit wir uns verkaufen können. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ihr wisst schon Bescheid. Und jetzt bekommen wir auch direkt das erste Angebot. Aber 387 Millionen ist natürlich ein heftiges Angebot, aber wir wollen ja nicht in der Bundesliga bleiben. Aber ja, fast 400 Millionen, komplett verrückte Summe hier. Und jetzt haben wir hier das nächste Angebot, das kommt von Liverpool. Und jetzt müssen wir überlegen, wollen wir zurück in die Premier League? Das Angebot ist einfach nochmal ein Stück höher, 392 Millionen. Ich will das Ganze nochmal kurz delegieren, aber jetzt nicht auf 581 Millionen. Irgendwann muss dann auch Schluss sein. So, komm, 100.000 müssten die theoretisch mehr bieten. Wir wollen einfach noch ein bisschen Zeit haben, bevor wir die Entscheidung treffen. Beziehungsweise wir hoffen natürlich, dass noch ein anderes Angebot reinkommt, wo wir dann entscheiden müssen. Und wir bekommen ein anderes Angebot und Real Madrid bietet einfach mal 412 Millionen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir, oder? Spanische Liga waren wir noch nicht. Das Angebot ist auch noch einfach viel, viel krasser. Gehen wir also zu Real Madrid. Ja, und wir sehen das Ganze hier nochmal. 412 Millionen. Ich glaube, das ist einfach mein Rekord. Das hatte ich zumindest in FIFA 22 noch überhaupt nicht. Wir haben auch die 92er Gesamtstärke jetzt geknackt. Also ihr seht schon, das wird eine absolut erfolgreiche Karrieresimulation. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich bei Real Madrid zu gehen. Und jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, haben wir hier mit Real Madrid eine Mannschaft, mit der wir die Champions League gewinnen können. Und ja, das sieht extrem gut aus. Wir haben hier extrem viele gute Spieler, ein 91er Keeper und jetzt natürlich auf dem linken Flügel einen neuen Topspieler. Als 66er haben wir hier in Spanien gestartet. Jetzt sind wir zurück als 92er. Und jetzt wollen wir natürlich unsere nächsten Titel holen. Vielleicht ja auch schon der Ballon d'Or. Komm, 400 Millionen Euro Transfer, da müssen die Journalisten doch mal ein Auge drauf werfen. Schauen wir direkt mal rein. Wir sind Tabellenführer. Erste gute Nachricht, aber ja, die zweite Nachricht ist keine gute. Mbappé ist wieder Ballon d'Or Sieger. Wir sind immer noch auf der 92er Gesamtstärke. Jetzt werden wir natürlich nicht mehr so schnell wachsen. Champions League sind wir aber noch mit dabei. Mal gucken, ob der Weg da gegen City hier zu Ende ist. Wir sind ja schon mal gegen Real Madrid rausgeflogen. Hoffentlich jetzt im Achtelfinale diesmal weiterkommen. Ja, und wir sehen, das Achtelfinale haben wir überstanden. Im Viertelfinale ist dann aber Schluss. Und in der Liga sieht es ganz so aus, als würde unsere Saison trotzdem noch erfolgreich hier verlaufen. Und das tut sie einfach nicht. Perfekten Endmonat hier gehabt, aber ja, am Ende ist es ein Punkt Unterschied und Atletico Madrid wird hier Meister. Ganz, ganz bittere Sache hier für uns. Zumindest holen wir uns noch so ein bisschen die Supercopa als Trostpreis. Copa de España holen wir leider nicht. Also kein großer Titel hier für uns. Dafür aber eine Gesamtstärke, ein Upgrade, beziehungsweise zwei direkt. 94er Gesamtstärke. Wir sind kurz davor, jetzt hier der beste Spieler der Welt zu werden. Schauen wir direkt in unsere Statistiken rein und da sehen wir, dass wir einfach mal 24 Tore gemacht haben. 8 Vorlagen. Ja, und das geht schon so langsam in Richtung Ballon d'Or Richtung, würde ich sagen. So können wir weitermachen. Wir werden noch ein Jahr hier bei Real bleiben und hoffentlich jetzt natürlich auch einen großen Titel holen. Wir sehen hier erstmal Gladbach im Champions League Finale. Ja, und wir sehen auch hier, dass wir fast Top-Torjäger geworden sind hier in der spanischen Liga. Holen wir uns hoffentlich nächstes Jahr 2026 und wir sehen hier direkt, wir sind bei der WM natürlich mit dabei. Wir sind natürlich hier der beste Spieler. Erinnert natürlich so ein bisschen an Lionel Messi, der davor so ähnliche Gesamtstärke hatte hier auf dem rechten Flügel. Erstes Spiel, direkt entscheidendes Spiel in der Gruppenphase. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch noch rausfliegen, wenn wir das Ganze hier verlieren, aber wir gewinnen das ganze Ding. Aber wir sehen jetzt hier direkt, Frankreich wartet im Achtelfinale. Jetzt also das Battle Romero gegen Mbappé. Wir gucken mal, welche Mannschaft das für sich entscheiden kann. Welche Mannschaft kommt ins Viertelfinale? Ja, und das ist Argentinien ganz, ganz deutlich. Luca Romero macht sogar ein Tor, während Deutschland hier im Achtelfinale gegen Schottland im Elfmeterschießen rausfliegt. Halbfinale jetzt also gegen Italien. Wir gehen direkt rein und hoffen, dass wir jetzt hier unser erstes WM-Finale spielen werden. Aber so ist es leider nicht. Es trifft Romero. Das ist aber der Innenverteidiger. Ganz, ganz bitter. Wir verpassen das Finale. Haben hoffentlich aber jetzt vereinsmäßig noch ein paar Finals. Okay, und warum muss ich die ganze Zeit über Schottland reden? Aber gut, bei solchen Ergebnissen muss ich das natürlich machen. 8 Tore in einem Spiel. Schottland kommt 5:3 gegen Brasilien weiter. So ein verrücktes Ergebnis mit solchen Mannschaftskonstellationen habe ich ja bei der WM, glaube ich, noch nie gesehen in einem Viertelfinale. Naja, zumindest gehen wir damit Schottland aus dem Weg. Dezember 2026, zwei Fragen. Haben wir die 95er Gesamtstärke geknackt und haben wir den Ballon d'Or gewonnen? Liga, da haben wir schon mal eine Antwort. Da sind wir auf dem ersten Platz und wir sehen hier ein Atletico Madrid Logo. Ja, Mbappé oder Romero. Ja, es wird Joao Felix. Ganz freche Nummer. Aber wir sehen hier auch, der hat momentan mehr Tore als wir hier in der Liga. Ich hoffe, das Ganze ändert sich noch. Unsere Gesamtstärke, die hat sich verändert. Wir sind auf einer 95. Jetzt wird also bald Mbappé überholt. Champions League sind wir natürlich noch drin. Hoffentlich springen wir jetzt hier zu einem Finale, zu dem letzten Spiel hier bei Real Madrid. Ja, aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen.
sehen, wir sind direkt im Achtelfinale hier gescheitert. Wie bitter ist das bitte? Joao Felix, der hat, glaube ich, letztes Jahr ja den Champions-League-Titel hier geholt. Wir können ja nochmal kurz nachschauen. Ja, genau, da sehen wir das Ganze. Die haben den Titel geholt. Und damit wir den Ballon d'Or gewinnen, müssen wir, glaube ich, das Gleiche machen. Ja, im letzten Spiel für Real Madrid nochmal 5 Tore von unserer Mannschaft. Perfekte Sache natürlich. Wir sind auch Meister geworden, diesmal mit ein bisschen mehr Abstand. Also gut, letztes Jahr sind wir ja nicht Meister geworden. Aber ja, wir sind Meister geworden mit viel Abstand. Sehr gute Sache. Sehen aber auch, dass wir verletzt waren oder sind. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Wir sehen hier eine Mittelfußfraktur. Aber zur neuen Saison sind wir wieder fit. Und ich weiß nicht, eigentlich haben wir eine richtig heftige Mannschaft hier. Gut, Kai Walker, der gehört nicht mehr dazu. Rechtsverteidiger haben wir jetzt gerade nicht so. Aber sonst sieht die Mannschaft echt extrem heftig aus. Kein Plan, warum wir mit dieser Mannschaft hier im Achtelfinale scheitern. Ich will auch eigentlich gar nicht wechseln, denn ja, die Mannschaft ist so heftig. Aber gucken wir mal, was für Angebote reinkommen. Davor natürlich noch ganz kurz die Statistiken. Wir sehen hier 12 Tore und genauso viele Vorlagen. Und wir sehen direkt den Artikel. Romero wohl ohne Zukunft bei Real Madrid. Ich weiß schon, dass die Mannschaft gleich hier den Champions League Titel gewinnt. Falls wir wechseln, wir gucken uns mal die Angebote an. Unser Ziel ist natürlich, mit dem Team dann die Champions League zu gewinnen. Lazio Rom, da werden wir nicht mehr hinwechseln. Und jetzt das erste Transferangebot. Liverpool bietet wieder für uns. Wir dürfen uns die Mannschaft nicht angucken. Aber ich weiß nicht so recht. Liverpool auch ganz oft eine Mannschaft im Karrieremodus, die dann in ein paar Jahren nicht mehr so extrem gut ist. Also zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht. Ich werde das Ganze hier wieder verhandeln. Mal gucken, ob was anderes reinkommt. Ja, kein Angebot für uns, aber wir sehen 211 Millionen für Vinicius Junior. Ja, wir wollen hier gerade verkauft werden, der linke Flügel, und dann wird einfach der andere da verkauft. Und es kommt kein anderes Angebot mehr rein. Und wir werden jetzt hier zu Liverpool gehen. Kann man auch mal machen. In 2 Tagen hier 500 Millionen Euro Transfers. Und bei uns ist das ja schon eine schlechte Summe, denn letztes Mal sind wir ja für 400 Millionen gewechselt. Mal schauen, was Real Madrid hier mit über 1 Milliarde hier macht. Aber uns interessiert viel mehr, was Liverpool hier gemacht hat, wie die Mannschaft hier aussieht. 90er Keeper ist noch da, aber ihr seht es schon, auf dem rechten Flügel ganz, ganz oft ist es einfach so, dass, ja, Salah einfach da bleibt, aber zumindest hat sich hier ein 86er entwickelt. Wir natürlich als 95er, Bellingham ist hier einfach hingewechselt und Goretzka. Also doch, die Mannschaft sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Habe aber auch schon öfter erlebt, dass Salah und Mané dann hier als 82er noch weitergespielt haben und dass kein guter Ersatz geholt wurde. Aber in diesem Falle sind wir natürlich der Ersatz. Wir werden also jetzt hier bei Liverpool der beste Spieler der Welt. Werden wir aber auch den Ballon d'Or bekommen. So, wir sind jetzt hier im Dezember und kein Plan, warum ich so ein bisschen was gegen Liverpool hatte. Na gut, jetzt sind wir auf dem 6. Platz. Wollte gerade sagen, oben mitzuspielen in der Premier League haben wir natürlich noch nicht gemacht. Wir waren ja nur bei Brighton hier. Schauen wir mal, ob wir hier den Ballon d'Or gewinnen. Ja, den holt sich Erling Haaland. Genau so ist es. Sind wir hier in der Top-Torjäger-Liste? Ne, sind wir leider nicht. Okay, das sieht alles noch nicht so gut aus bis jetzt. Aber die Gesamtstärke, die sieht mal richtig gut aus. Plus 2 einfach in der Hinrunde. 97er. Und damit sind wir natürlich jetzt der Beste. Die 96er Gesamtstärke hier einfach noch verpasst. Gut, wir haben jetzt auch mal hier so ein bisschen den aushelfenden Hügelstürmer gemacht. Ich denke, die 99er Gesamtstärke werden wir hier auch noch erreichen. Aber was wir noch nicht erreicht haben, ist ja ein internationaler Titel, also die Champions League. Und jetzt treffen wir hier im epischen Duell auf den Ballon d'Or-Sieger. Wir gehen mal ins Rückspiel rein. Schauen wir uns so ein bisschen die Mannschaft von Dortmund an. Die haben zum Beispiel Kammerwinke, aber wir sehen eher bei uns vorbei. Da haben wir eine rote Karte und vor allem ist der Torwart hier einfach verletzt. Ja, ich hoffe, dass das 2:1 jetzt hier ausreicht, um weiterzukommen. Und es reicht aus. Im Elfmeterschießen kommen wir hier weiter. Wir machen unseren Elfmeter mit unserem Spieler hier rein. Ende der Saison. Ihr seht natürlich kein Champions League Finale. Gegen Barca sind wir hier rausgeflogen. In der Liga sind wir noch 5. geworden. Jetzt müssen wir gleich sogar noch den Verein wieder wechseln. Und ich sehe es gleich hier schon in den Nachrichten. Champions League hat natürlich Real Madrid gewonnen. Nee, gewinnt Barcelona. Aber bringt uns natürlich jetzt auch nicht viel. Wir sind aber auf einer 98er Gesamtstärke. Die nächste Saison wird unsere letzte. Aber nicht hier bei Liverpool. Gucken wir, was wir hier gemacht haben. 16 Tore und 19 Vorlagen einfach mal. Damit natürlich hier klar der beste Spieler. Und der beste Spieler geht jetzt in eine letzte Saison, wo er sich hoffentlich den Ballon d'Or und die Champions League holt. Und jetzt haben wir hier ein Angebot vom Champions League-Sieger. 417 Millionen. Aber ja, wir waren bei Real Madrid. Jetzt können wir natürlich nicht zum FC Barcelona gehen. Und was geht jetzt bitte hier ab? Ein Angebot von Manchester City für 487 Millionen. Ja, und natürlich von Liverpool zu City gehen ist jetzt auch nicht der Ehrenmann-Move. Aber ihr seht es, wir sind kurz vorm Deadline-Day und wir wollen natürlich in der Champions League spielen. Und vor allem wollen wir hier auch einen Wechsel für 487 Millionen. Also, wir bleiben in der Premier League
und kommen hoffentlich in der Champions League noch viel weiter. Wir sehen hier die Vorstellung, bekommen die Nummer 10 bei City. Aber das ist alles egal. Wir wollen da natürlich den Champions League-Titel holen. Deswegen sind wir da. Schauen wir uns also direkt die Mannschaft an, mit der das Ganze hier funktionieren soll. Und da sehen wir einen Foden auf einer 92er Gesamtstärke, aber der auf unserer Position spielt. Den müssen wir vielleicht umtrainieren. Hier Mo Werner verfolgt uns so ein bisschen. Wir haben hier noch einen Ferran Torres, 90er Gesamtstärke. Also das sieht, ja, würde ich sagen, ganz ordentlich aus. 91er Keeper. Foden hat als 92er da auf dem linken Flügel natürlich keine Chance. Deswegen trainieren wir ihn um auf die ZOM-Position. Und ich glaube, das, was wir hier gerade sehen, ist ein Pre-Gen. Also nicht der Regen von Ederson, sondern ja, einfach eine gleiche Version von ihm. Das passiert nämlich auch manchmal. Ich glaube, das sehen wir hier ganz gut. Gleiche Gesamtstärke, aber der ist natürlich ein bisschen jünger hier. Dezember 2028. Wir gucken direkt an, werden wir den Ballon d'Or gewinnen? Liga sieht erstmal nicht so gut aus. Da ist Arsenal vorne, aber da ist noch nichts entschieden. Ballon d'Or, hoffentlich ein City-Logo. Das sieht extrem gut aus. Es ist eine Nachricht. Auf Romero ist Verlass. Ihr seht auch, wir machen linker zu rechter Flügel und bekommen hier direkt die Strafe. Mbappé kriegt wieder den Ballon d'Or. Wir haben auch noch nicht die 99er Gesamtstärke geknackt. Das wollen wir eigentlich natürlich ganz schnell hier noch machen. Deswegen habe ich das hier wieder gemacht. Wir haben extrem viele Werte schon auf 99. Ich glaube, wir machen mal lieber aushelfender Flügelstürmer. Vielleicht schaffen wir das dann so mit der Gesamtstärke, weil das wollen wir natürlich noch bis zum Ende der Saison hier schaffen. Und es gibt natürlich noch eine andere große Sache. Da sind wir auch noch vertreten. Champions League Achtelfinale. Da sollten wir bitte nicht scheitern. Wir springen jetzt hoffentlich zum Champions League Finale. Okay, wir werden den Weg dahin noch mitnehmen. Viertelfinale seht ihr hier. Kommen wir weiter. Wir sind im Halbfinale. Die große Chance. Das darf uns Chelsea jetzt hier bitte nicht kaputt machen. Wir sehen ein 2:1. Es sieht also gut aus. Und das Rückspiel verlieren wir 3:1. Mai 2029. Mit diesem heftigen Spieler immer noch kein Champions League Titel. Wir sind in der Liga auch nur Zweiter geworden. Haben wir zumindest jetzt die 99er Gesamtstärke geknackt. Ja, die haben wir geknackt. Schauen wir uns noch ganz schnell die Statistik an. 24 Tore und 8 Vorlagen. Wie gesagt, 99er Gesamtstärke, aber leider nicht der Champions League-Titel hier. Aber ganz egal, hat trotzdem Spaß gemacht, diesen Spieler hier zu entwickeln. Mit dem wird auch noch was kommen, wo wir dann hoffentlich auch die Champions League gewinnen. Schaut euch so lange noch gerne andere Videos an, die ihr hier verlinkt seht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Also, bis gleich.